Ein Trabant am Straßenrand in Pirna, eine Rarität. Aber es gab eine Zeit, in der das anders war, in der es auf den Straßen in und um Pirna völlig anders aussah. Meine erste wirkliche Verbindung zum Trabi stammt aus den späten 80ern. Damals bin ich mit meinem Kumpel George in den Urlaub gefahren. Bis nach Budapest sind wir gekommen. Meine einzigen beiden Versuche, einen Trabi selbst zu fahren, sind tatsächlich beide auf Video dokumentiert. Beim ersten Versuch hätte wohl nicht viel gefehlt und ich hätte das gute Stück in die Elbe gesetzt. Der Grund? Ich bin nie zuvor ein Auto ohne Bremskraftverstärker gefahren. Alle diese Aufnahmen sind in den frühen 90ern entstanden, als George und ich eine Zeit lang einfach nur Trabi-Aufnahmen gemacht haben. Was das Ganze mal genau werden sollte, wussten wir wohl selbst nicht so genau. Eine Art Roadmovie vielleicht. Aber wir haben wohl beide gespürt, dass diese Aufnahmen bald so nicht mehr machbar sind. Thank you.
Ende 1990 fand in Pirna das erste Deutschlandtreffen des Clubs der Großen statt. Ich bin nach meiner Nachtschicht mit meiner nagelneuen Kamera dorthin, denn die Riesen wollten im Trabant vorfahren. Anfang der 90er. Die technische Untersuchung aus DDR-Zeiten hat ausgedient. Der Trabi muss zum TÜV und zur Abgasuntersuchung. Die Wende. Sie brachte uns neue Reiseziele und neue Autos. Und so mancher frühere Traumwagen fand ein unschönes Ende.
In den 90ern wie heute ist der Papi aber immer noch beliebt. Als Werbeträger zum Beispiel. So erinnert uns dieser Film an ein kleines Auto, das zur Legende geworden ist und hiermit auch sein Roadmovie bekommen hat, wie 1991 geplant.